Bei Ulbricht hatte man immer das Gefühl, er hatte eine Wand so um sich, bloß niemanden heranzulassen an sich. Und dann kam hinzu, dass er oft mit Menschen umging, hart. Und da sagt mein Mann sehr oft, das ist nicht gut, wie Ulbricht auftritt in dieser Situation, noch der Vereinigung der beiden Arbeiterparteien und so. Er konnte Menschen ganz rücksichtslos ablehnen. Voller. Frau Schürrebahn, hat man das Wort vom politischen Feldwebel? Ja. Ja. Und zwar hatte ein Genosse, der damals in Moskau war und bei der Verabschiedung bei war, Ulbricht, als er nach Deutschland ging. Und da wurde ihm gesagt, er hat so einige Allüren an sich, die er abstellen muss, um eine Partei zu führen oder zu leiten. Und da kam dann das Wort, er sei ein Feldwebel, sogar bereit, eine Partei zu zerschlagen oder durch diese feldwebelhafte Art. Das kam damals schon auf. Und der Genosse, der das meinem Mann erzählt hatte, der ist auch nie im Zentralkomitee, dort hat er gearbeitet, irgendwie höher gestiegen. Er blieb immer ein einfacher Mitarbeiter, weil Ulbricht wusste, dass er davon Kenntnis hatte, von dieser Einschätzung, nicht? Da wurde er immer etwas nach unten gedrückt.